der sich natürlich erinnert an diesen Moment damals in den USA und der mir vorher, und er hat mir erlaubt, mir ein bisschen einfach nur zuzugucken, erzählt hat, wenn er so weltweit unterwegs ist, dann sammelt er sowas wie musikalische Postkarten. Und er sagt, jedes Land klingt für mich im Grunde ein bisschen anders. Deswegen die Frage, wie klingen beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika für Lang Lang? Yes, so I actually recorded something which inspired me so much since a child. Seit ich ein kleines Kind war. Und dann gibt es Mozart, große Musik, Mozart, Beethoven, wir kommen noch darauf, aber zudem haben die auch eine Musik aus verschiedenen Folkwurzeln, aus den USA, aus China, das sammle ich eben auch, aus Deutschland. In Amerika, da würde ich sagen, dieser Ahorn Blood Rag, Maple Leaf Rag. Wie klingt China für Sie? Yeah, this one actually is called the jasmine flower. Okay. Das ist die Jasminblüte, eine der bekanntesten schönen Volksmusiken. Puccini hat es für Turandot adoptiert. Das gehört zu meinen liebsten Folkstücken. Sehr, sehr schön. So weich. Das ist unglaublich weich und schön. Danke. Sehr, sehr schön. Und wie klingt, weil wir in Hamburg sind, wie klingt Deutschland für Sie? Was ist Deutschland musikalisch? There's one of my absolute favorite pieces. Eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Jeder, der klassisch spielt, beruft sich darauf, auf Prälude und Fuge von Bach Nummer 1. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sag mal, bevor wir gleich rübergehen, es gibt ein neues, sehr schönes Album, das sehr inspirierend ist, finde ich, auch für Kinder, wenn es auch um die Frage geht, wie bringt man junge Menschen dazu, sich vielleicht zum Instrument zu nähern. Und es gibt darauf ein Stück, das habe ich mir angehört, das hat mir sehr gut gefallen. Mozart natürlich, ist, glaube ich, Track Nummer 8. Können wir einen kleinen Auszug davon mal hören? Yes, yes. Yeah. Would you mind play a little bit with me together? Spiel doch einfach mal ein bisschen mit mir. Komm. Das ist peinlich, aber wenn ich verstehe, dann versuche ich was mitzuspielen. You have such a beautiful and big hands. Yeah. Guck mal deine Klavierhände an. Yeah. It's embarrassing. And this is the piece I performed das when I was 5 years old. Das ist das Stück, das ich mit 5 gespielt habe. Und das ich mit 50 immer noch nicht kann. Ja, okay. Thank you.
Wow! Fantastisch! Fantastisch! Wahnsinn! Wow. Lang, lang, meine Damen und Herren! Toll! Wow! Lang, lang! Hammer!